So, Freunde, die Kacke ist wieder bös am Dampfen. Diesmal wird gegen mich geschossen. Scharf. Bam, 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 bam. Von George TV. Der letztens schon von mir in meiner Reaktion auf Sinanji's 20-minütiges Statement erwähnt wurde. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da gesagt wird. Ich stelle mich natürlich den Anschuldigungen. Ich gehe unvoreingenommen an das Ganze ran und hoffe, ihr macht es auch. Auf ein neutrales Let's Go. Kann man so stehen lassen. Bin mal gespannt, wie Georg TV darauf reagieren wird. Er ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Macht Platz für die Eintagsfliege. Ich habe mir damals 2-3 Videos von ihm reingezogen, die waren echt unterhaltsam, aber dann war mir das wirklich zu viel. Aber im Endeffekt macht er eigentlich alles richtig. Er hat noch diesen Hunger. Man merkt wirklich, er liebt das, was er macht und will damit groß werden. Und soll er im Endeffekt machen, juckt mich nicht. Jeder von uns hat das auch schon gemacht. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Georg TV. Es freut mich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es freut mich mega, dass etliche Menschen auf meinem Kanal reagiert haben. Ob es positiv oder negativ war, ist für mich gar kein Problem. Mir ist es bewusst, dass wenn ich in diesem Business einsteige, natürlich auch Kritik bekomme. Aber wie ihr am Titel schon gelesen habt, wird heute nicht das Video über Sinanji kommen, sondern eigentlich über den YouTuber Mazdak. Mazdak. Vorab, das wird keine Zerstörung sein. Ich habe in meinen Videos nie jemanden beleidigt oder sonstiges. Ihr kennt mich sehr gut. Er hat mir sogar gestern Abend noch geschrieben. Ist ein netter Junge. Wir sind ja menschlich und korrekt, Leute. Korrekt. Aber wir werden ein paar Punkte ansprechen, weil ich habe seine Reaktion gesehen und da hat er meinen Kanal erwähnt. Auf diese Punkte werde ich eingehen und ein paar Punkte ansprechen. Viele behaupten hier im Internet, dass mein Kanal erfolgreich wurde durch Sinanji. Das sind genau diese Menschen, die mich seit langem nicht verfolgt haben. Ich hatte ohne Sinanjis Videos knapp 10.000 Abonnenten. Durch meinen Content, durch das, was ich immer geliefert habe, habe ich knapp 10.000 Abonnenten gehabt. 9.300, 400. Und jetzt habe ich 14.000, 4.000, knapp 5.000 Personen sind auf den Kanal zugestoßen. Aber trotz allem hatte ich schon knapp 10.000. Ich weiß, ich muss mich nicht rechtfertigen. Im Endeffekt ist das auch vollkommen egal, wo die Abonnenten herkommen. Ich habe das zwar auch kritisiert, aber es ist ja trotzdem sein Kanal. Wem es gefällt, der gönnt sich das. Wem es nicht gefällt, der gönnt sich das einfach nicht. Aber ich wollte das vielleicht klarstellen, weil vielleicht einige das nicht wissen. In diesem Sinne fangen wir mit der Reaktion an. Ich werde nur auf die wichtigsten Punkte eingehen und das war's. Los geht's. Natürlich habe ich auch mitbekommen, wie diverse YouTuber sich eine Karriere auf meinen Kopf nicht aufgebaut haben und diese Fitna einfach nicht sein lassen. Also, und natürlich auch unschöne Unwahrheiten gut verbreiten. Und ich muss wieder lachen. Bro, Digga, hat einen Witz erzählt? Nein, er hat beleidigt. Das war eine Beleidigung. Das Komische ist, dass Mazdak immer wieder gesagt hat. Ja, ich wusste es. Ich wusste es einfach. Er wird darauf gehen. Er ist gegen die Beleidigungen. Wieso genau jetzt lachst du, Mazdak, und findest sowas witziger denn je? Natürlich lachst du. Du hast ja selbst auf Sinanjis Videos reagiert und öfters Themen darüber angesprochen. Natürlich ist mehr der Fokus auf mich, weil ich habe mehr Videos darüber gemacht. Mal ehrenlos. Der zeigt nicht die Stelle, wo ich gesagt habe, es ist ehrenlos, dass er beleidigt und so. Vielleicht zeigt er es noch. Wir wissen es nicht. Ne, nicht vorherige Schlüsse treffen. Aber du lachst, weil ich sozusagen ein kleiner YouTuber bin. Was soll ich machen? Wieso solltest du vor mir Angst haben? Was soll ich machen? Aber ich war noch nie ein Mensch, der hier jemanden beleidigt, so wie er. Hä? Ich lache, weil er ein kleiner YouTuber ist. Mich hat einfach zum Lachen gebracht, zu sehen, wie sauer Sinan ist, dass ihn das wirklich getroffen hat. Er ist ja ein kleinerer YouTuber. Er hat nicht diesen Impact, den zum Beispiel Leute wie ich oder andere haben, wenn die ein Video über eine andere Person rausbringen. Ein Impact, den wir bringen, eine Mazdak Army, ist ein ganz anderer Impact, was zum Beispiel ein Georg TV bringt, der gerade erst dabei ist, in den Hype oder so etwas Ähnliches zu kommen. Das muss man hier klipp und klar einfach mal sagen. Und dass Sinan trotzdem durch die Videos so krass getroffen wurde, dass er so aufs Übelste beleidigt hat, zeigt ja im Endeffekt, dass das, was Georg da gemacht hat, ihn wirklich verletzt hat. Und es hat mich einfach zum Lachen gebracht, zu sehen, wie Sinan da so reagiert. Und nicht die Beleidigungen an sich. Oder jemanden auslacht, wenn jemand beleidigt wird. Sowas habe ich noch nie gemacht. Freunde, kurzer Einschnitt. Ich schneide gerade das Video. Das hat mir einfach keine Ruhe gelassen. Ich habe dem Georg auf Instagram geschrieben, eine Videobotschaft geschickt, eine sehr, sehr schöne. Er hat sich mega, mega darüber gefreut. Ich wollte einfach nicht, dass das auf meinen Schultern lastet. Allein wenn er das denkt, dass ich darüber gelacht habe, dass er beleidigt wurde, das will ich nicht. Und da stehe ich auch nicht hinter. Deswegen habe ich das direkt privat geklärt. Er meinte mit diesen einen Griechen, der seine komplette Existenz darauf aufgebaut hat. Ich habe seinen Namen vergessen. Ich weiß nicht, wie der heißt. Der hat voll so, der immer springt und so. Das erste Video fand ich lustig. Oder was? Das zweite, dritte, ich weiß es nicht mehr. Und dann habt ihr mir ab und zu Videos von dem geschickt und ich dachte, Alter, macht der immer noch Videos dazu? Ich bin auf seinen Kanal draufgegangen und sehe einfach 50 Videos zu dieser Thematik, wo ich dachte, da aussehen, wie ein Haiwan. Der Begriff Ausschlachten kriegt eine ganz neue Bedeutung. Juhu! Nee.
Mach keinen Spaß mehr. Macht echt keinen Spaß. Nein, Marztag. Nur weil du und andere 4.000-5.000 Personen auf meinen Kanal zugestoßen sind, bedeutet das nicht, dass meine Existenz dann da war. Ich war schon immer auf YouTube. Mein erfolgreichstes Video auf meinem Kanal ist nicht mal das Video über Sinan G. Ich bin auch nicht Grieche, aber das ist eine andere Sache. Was bist du denn? Nicht mit Unwahrheiten wie der ein oder andere YouTuber. Nicht, dass das eine Rolle spielen würde. Reine Neugierde halber würde mich das mal interessieren. Der natürlich sich denkt, der wird jetzt... Ey, das ist echt fies, Leute, da ich gerade lache. Ja, das sind so Wörter, die mag ich nicht. Die feiere ich nicht. Ich kann auf der anderen Seite verstehen, dass er abgefuckt ist. Weil ich sag euch ehrlich, würde es einen Typen geben, der 50 Videos über mich macht, über eine Thematik würde ich mich auch... Okay, Ehrenmann, dass er das eingeblendet hat. Er hätte es auch rauslassen können wie eine linke Ratte. Dafür gehen Props raus an ihn. Ich habe es hier sogar selber nochmal in der Reaktion selbst erklärt. Ich lache darüber, dass Sinan so aufgeregt ist, so sauer ist. Und ich kann das auch nachvollziehen. Ja, ist ja auch da meine Meinung. Ich brauche ja meine Meinung nicht zu vertuschen. Ich habe gelacht, ohne es zu unterdrücken, weil Sinans Gesichtsausdruck der Arme. Und jetzt gerade lache ich wieder. Aber es ist jetzt schon, komm, jetzt werden wieder 10 weitere Videos von diesem Typen da folgen. Zu Sinan. Ist es jetzt schon kommen? Alter, für diese Woche bin ich wieder komplett ausgebucht, Leute. Danke dafür, ja. Danke geht raus an Sinan und an diesen Jungen da. Gorg TV oder so heißt der. Es sind auch keine 50 Videos. Na gut, vielleicht 49, aber keine 50, Matztag. Die zweite Sache ist die, ich möchte aber auch eines klarstellen, Matztag. Dein Content ist ähnlich wie mein Content. Natürlich möchte ich mich nicht mit dir vergleichen, weil du bist trotz allem ein sehr erfolgreicher YouTuber. Danke dafür, könnte aber noch besser sein. Und viele schauen nach oben auf dich. Du bist erfolgreicher denn je, keine Frage. Aber dein Content besteht daraus, dass du auf Videos reagierst, auf Tatsachen reagierst, ob es Sinan G ist, ob es Cengiz ist, ob es Berhan und Javi ist und so weiter. Oha, der kennt sich richtig gut aus mit meinem Content, besser als ich. Aber finde ich gut, feier ich. Wenn er mir Klicks bringt, wenn er sich die Videos anguckt, dann Kuss geht raus an der Stelle. Das heißt, du bist ein Mensch, der genauso wie ich auf Sachen reagiert, die gerade im Hype sind und seine Meinung dafür abgibt. Wir beide machen an und für sich dasselbe, aber mein Fokus war nur auf Sinan G und Mois seine Geschichte. Ich wollte nicht den Fokus auf Javi TV, Berhan oder Cengiz oder sonstiges machen. Deshalb waren es dann im Endeffekt mehr Videos. Ich heiße Georg TV, Matztag. Georg TV. Jetzt weiß es auch. Ich habe in dem gestrigen Video die Beleidigungen nicht hinzugefügt. Nicht, weil ich hier cool sein möchte, sondern weil ich ihn in meinen Videos nicht schlecht darstellen wollte und sagen wollte, guck mal, er beleidigt nicht so wie ich. Nein, das wollte ich nicht. Okay, ich habe das gestrige Video von ihm nicht gesehen, aber ist ja seine Sache, hat er gut gemacht. Mich hat das nicht gejuckt. Ich habe das einfach so herausgeschnitten. Aber dass du bei jeder Beleidigung lachst, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Ja, ich hoffe, jetzt verstehst du es. Und dann sagst du, ich mag das nicht, aber lachst dann wieder. Du lass es. Keiner von diesen Leuten jemals, wenn er mich live sehen würde, sich das trauen würde, das zu sagen. Da stimme ich jetzt zu 100% zu. Aber? Weißt du warum, Sinan G? Nicht, weil wir vielleicht schwächer sind, sondern weil wir von klein auf gelernt haben, wir sollten der Gewalt aus dem Weg gehen. An alle anderen, die sich irgendwelche Geschichten ausdenken und auch jetzt Videos machen und sich denken, ach, jetzt habe ich auch was zu kacken. Dann, euch hat vorher keiner zugehört. Das ist immer noch darüber lachende Arme, war. Der ist so getriggert. Es war klar, dass ich eine Zielscheibe bin und durch meine Videos extrem viele Menschen dazu bringe, mich zu lieben oder auch zu hassen. Das ist für mich klar. Sinan G ist natürlich sauer. Warum? Weil ich dann relevant für ihn war. Weil meine Videos extrem viel Reichweite bekommen haben. Nein, er ist sauer, weil du nur ihn an Fokus hattest. So denke ich das. Ich kenne das ja selber. Ne, die hassen einen dann einfach dafür, weil man Sachen, die man nicht in der Öffentlichkeit haben will oder vielleicht auch Unwahrheiten, groß macht, verbreitet und viele Leute glauben das blindlings. Die lesen sich nur einen Titel durch oder klicken auf ein Video, wo gesagt wird, ah, habt ihr gehört? Da wurde gesagt, dass er es ist und er hat diese Andeutung gemacht, er hat diese Andeutung gemacht. Ja, im Endeffekt ist das ja Gerüchte in die Welt setzen und damit schadet ihr. Ja, ja, nicht nur Manipulation, er macht das ja nicht extra, er will ja Klicks machen. Spekulation. Genau, Spekulation. Ich will ihm noch nicht mal unterstellen, dass er es extra gemacht hat. Aber ihr spielt da mit dem Brot eines Menschen, womit er seine Familie ernährt. Und ich weiß zum Beispiel, dass ein Großteil des Geldes, was Sinan verdient mit Musik und so weiter, in seine Familie reinfließt. Das sind aber private Sachen, aber das ist nun mal eine Tatsache. Wären meine Videos nur 100 oder 200 Mal angeklickt worden, dann hätte er niemals so ein Statement rausgeballert. Erst dann, als er diesen Druck von mir bekommen hat, weil etliche Menschen einfach die Videos von mir gesehen haben und ich nicht aufgehört habe. Und Matztag, ich bin dir wirklich nicht böse. Lach so, wie du lachen willst. Lachen ist gesund, kein Problem. Und nebenbei, ich heiße Georg TV. Reicht doch lang! Ich weiß doch jetzt, wie du heißt. Sag mir nur, woher du kommst. Merk dir das. Hinter dem Wort Hasen stehe ich nicht. Wenn du nicht dahinter stehst, egal wie er das sagt oder egal über wen er das sagt, solltest du nicht lachen. Oh, reicht doch, Junge, Alter. Er baut sein ganzes Video darauf auf. Lan, ich hab doch schon erklärt.
Das ist meine Meinung. Aber wenn die mich live sehen, meine Unterhose tragen möchten. Sinan sagt, wenn die mich live sehen, meine Unterhose tragen. Ich muss einfach über ihn lachen. Wenn die mich live sehen, tragen die dann meine Unterhose. Also. Ist das? Ich muss darüber einfach lachen. Ey, der hat einfach die Existenz von diesem Georg TV George oder keine Ahnung, wie der genau heißt. Georg oder George TV, irgendwie sowas. Der da. Georg TV Mazda, Georg TV heißt der Lan. Hast du es nicht kapiert? Er hat doch jetzt schon viermal in seinem Video gesagt. Das ist das Gleiche. Er hat einfach hier. Er hat so einen Hasskick auf den. Er hat meine Existenz auseinandergenommen, indem er mich beleidigt oder behauptet, ich soll seine Unterhose tragen. Matztag, wenn ich jetzt mich hinsetze und gegen dich oder gegen Sinan G oder sonstiges losgehe und euch von oben bis unten beleidige, habe ich dann auch eure Existenz auseinandergenommen? Ja, hast du. Ja, hat er. Ganz ehrlich. Boah, ich lache schon so ekelhaft wie du. Lachen ist gesund, hat er gesagt. Seit wann nimmt man jemanden die Existenz weg, indem man ihn beleidigt? Ich selbst habe bei meiner Reaktion darüber gelacht. Er lacht selber darüber. Ich habe seine Reaktion nicht gesehen. Er lacht selber darüber und wirft mir vor, warum ich lachen kann. Was bist du für eine Doppelmoral? Und im Endeffekt, wie gesagt, es war nicht darüber, dass er beleidigt wurde, dass ich gelacht habe, sondern einfach, dass Sinan so getriggert ist. Das ist für mich keine Existenz auseinandernehmen. Diese Eintagsfliege werdet ihr nicht treffen, Digga. Die wird fliegen und ihr werdet so machen. Und ihr werdet sie nicht treffen, weil sie so macht. Ich zieh weiterhin durch, komm mal was. Er ist geisteskrank. Was es wolle. Ich habe euch gesagt, ich habe keine Angst und so wird es bleiben. Kann man so stehen lassen, bin mal gespannt, wie Georg TV darauf reagieren wird. Du wirst wahrscheinlich dieses Video gerade gesehen haben. In diesem Sinne, liebe Grüße an Matztag. Matztag, du hast sicher dieses Video gesehen. Da bin ich mir zu 100%ig sicher. Und wenn es der Fall ist, liebe Grüße an dich. Reagier auf das Video, gar kein Problem. Ich stehe in der Öffentlichkeit und deshalb mach, was du willst. Und ich habe gar kein Problem damit. Im Endeffekt, solange er korrekten Content macht, solange er sich selbst so auf die Schippe nimmt, ja, und sich auch nicht zu ernst fühlt, ist das vollkommen in Ordnung, Leute. Könnt gerne rübergehen, könnt ihm gerne Support dalassen. Sowieso in dieser Zeit ist jede Art von Unterhaltung willkommen. Von mir aus kein böses Blut. Meine Kontodaten sind unten in der Videobeschreibung drin an Georg. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.